Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es das gewünschte Video zu meinem Klinikkoffer, also zum Inhalt natürlich. Ganz, ganz viele hatten mich auf Instagram gefragt, ob ich dazu nicht ein Video machen könnte, was ich natürlich heute gerne mache. Ich muss aber dazu sagen, dass ich diesen ganzen Aufriss um den Klinikkoffer, diesen ganzen Hype, nicht so ganz nachvollziehen kann. Dazu kommen wir aber später noch im Video. Vielleicht ist es ja eine kleine Inspiration, vielleicht ist auch ein Tipp dabei für die Mamas, die zum ersten Mal ein Baby bekommen. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Hier habe ich noch einen Koffer vorbereitet fürs Baby und meine Sachen für die Heimreise. Ich habe das alles nur schon mal vorbereitet, damit mein Mann nicht überfordert ist. Der bleibt aber erstmal noch hier und kurz bevor wir dann eben entlassen werden, bringt mein Mann mir den dann in die Klinik. Kann ich euch aber auch zeigen, was ich eingepackt habe. Falls ich außer Atem bin, ihr wisst Bescheid, es ist einiges los hier. Ich sage es, glaube ich, jedes Mal dazu, mir fehlt total oft der Atem und ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung. Ansonsten muss ich sagen, dass ich mir wirklich sehr, sehr lange Zeit gelassen habe, das Ganze zu packen. Wie gesagt, das ist ja schon bald soweit, aber dazu jetzt gleich mehr im Video. Also, das war ein langes Intro. Ich würde sagen, ich lege mir den mal hier vorne hin, damit ich euch alles zeigen kann und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. So, also total unspektakulär. Was wir aber alle benötigen, ist ein Kulturbeutel. Ich habe da jetzt einfach Zahnbürste rein, Zahnpasta, was für die Dusche, Deo, eine Nachtcreme. Dann habe ich noch einen Fettstift dabei, also so eine Art Labello und Augenpads. Da werde ich mit Sicherheit nicht dazu kommen, die zu verwenden, aber ich habe sie einfach mal reingepackt. Dann habe ich mir neue Hausschuhe gekauft. Also ihr müsst euch jetzt nicht unbedingt neue Hausschuhe kaufen, aber ich wollte halt jetzt wieder mal neue haben. Achtet am besten darauf, dass ihr schnell reinschlüpfen könnt. Also nehmt nichts zum Binden oder mit Glättverschluss, auch keine zu engen Hausschuhe. Das ist ganz wichtig. Vielleicht tragt ihr nämlich dicke Socken und es soll halt schnell gehen, dass ihr gut reinkommt und euch nicht unbedingt noch zusätzlich bücken müsst. Die werden dann aber unten in den Koffer kommen, also auf die andere Seite, wo der Reißverschluss ist. Und ich muss noch einen Beutel einpacken für die schmutzige Wäsche. Memo an mich selbst darf ich nicht vergessen, wenn ich dieses Video schneide, kommt noch der Beutel für die schmutzige Wäsche mit rein. Ansonsten habe ich mir das noch vorbereitet, das muss ich noch drauf machen, habe ich frisch gewaschen. Ich dachte einfach, wenn ich dann stille, dass ich eben im Nacken was Bequemes habe. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt ein Muss. Dann habe ich noch unser Familienstammbuch mit eingepackt. Und zwar ist da die Geburtsurkunde drin, von meinem Mann und von mir und die Heiratsurkunde. Falls ihr das vergesst, es ist jetzt nicht dringend notwendig, dass das sofort in den Klinikkoffer kommt. Ich wollte es nur schon mal einpacken, damit mein Mann das nicht vergisst. Es hat zwar einen ordentlichen Platz, aber wie manchmal Männer so sind, ne? Ich mache mir Spaß. Jedenfalls müsst ihr das dann eben im Laufe eures Aufenthalts im Krankenhaus auch dabei haben. Dann habe ich mir ein Hemd eingepackt. Das hat hier vorne so Knöpfe, einfach für tagsüber. Zum Stillen dann eben sehr praktisch. Dann habe ich mir noch Kleingeld eingepackt, falls ich mal zum Kiosk möchte. Ja, also es ist einfach ein besseres Gefühl, wenn man weiß, dass man ein bisschen Geld dabei hat. Aber das ist jetzt natürlich auch nicht dringend notwendig. Dann habe ich zwei T-Shirts hier. Einmal und zweimal für tagsüber. Und diesen Hoodie dazu. Schön kuschelig. Einfach, falls ich friere. Und ja, damit ich halt was drüber habe. Für die Nacht habe ich mir noch einen kuscheligen Pyjama mit eingepackt. Allerdings ist das jetzt Langarm. Ich habe auch noch zwei in kurzer Version. Ich weiß nämlich nicht, ob ich schwitzen werde. Mal schauen. Einmal diesen hier und dann noch diesen hier. So. Und ein Stilltop. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das brauchen werde, aber ich habe es jetzt einfach mal eingepackt. Was Lustiges habe ich noch eingepackt. Dazu habe ich euch auch ein Bild auf Instagram gepostet. So wie ich jetzt im Moment aussehe. Ich habe mir gedacht, im Kreissaal sollen sie dann auch was zum Lachen haben, wenn ich schon nicht lache, ne? Bisschen Spaß muss sein, also mal schauen, ob ich das dann anziehen werde. Aber ich wollte es jetzt einfach mal einpacken. Ich hatte das gesehen bei ASOS und habe
gedacht, okay, das passt zu mir. Und deshalb habe ich es jetzt einfach mal eingepackt. Ich habe jetzt hier einfach noch einen Jogginganzug mit eingepackt, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das dann zu viel wird. Muss ich dann mal schauen. Die Hose hier zum Beispiel kann ich ja dann mit den beiden T-Shirts, also halt abwechselnd anziehen und den Hoodie drüber, ne? Ja, so war halt jetzt mein Plan, falls Besuch kommt. Dann habe ich noch dicke Socken einmal und Socken, ganz normal. Dann habe ich natürlich noch Unterwäsche. Keine Tangas bitte einpacken. Ich glaube, das muss ich nicht dazu sagen. Still-BH, dann noch was für die Haare und... Müsst ihr aber auch nicht einpacken. Schokolade. Das war so mit das Erste, was in den Koffer reingewandert ist, weil ich ja im Moment keine Schokolade essen darf. Aber das ist mehr so ein Running Gag. Dann habe ich jetzt hier noch diese Tücher hier, damit ich dann eben, wenn ich mein Gesicht wasche, die dabei habe. Die mag ich nämlich super gerne. Dann habe ich noch Handtücher. Ich weiß nicht, ob unser Krankenhaus Handtücher hat, mit Sicherheit. Aber ich wollte halt meine eigenen haben. Ich habe jetzt hier so ein ganz kleines, eins fürs Gesicht und eins dann eben zum Duschen. Da hat auch jemand auf Instagram geschrieben, weißt du, hast dir neue weiße Handtücher gekauft für die Klinik? Vielleicht nicht so praktisch. Ja, also man trocknet sich ja so ab. Und da finde ich, geht es eigentlich klar. Aber das muss natürlich auch wieder jeder für sich selbst entscheiden, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann habe ich noch Kaugummis eingepackt. Und das war es jetzt eigentlich auch soweit. Ich sehe jetzt hier nichts mehr. Falls ich noch irgendwas vergessen habe, es geht ja auch ganz schnell, das noch reinzupacken. Und jetzt kommen wir ganz kurz zu meiner Ansicht, was den Klinikkoffer betrifft. Und zwar ist es so... Dieser ganze Hype, also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr merkt, dass es losgeht, seid im Kreissaal und glaubt mir, da denkt ihr weder an irgendwelche Dinge, die ihr vergessen habt, ihr seid mit ganz anderen Dingen beschäftigt und falls ihr dann nach der Geburt irgendwas vergessen habt, falls ihr das dann merkt, kann euch das ja noch euer Mann, euer Partner, die Mama oder die Geschwister ins Krankenhaus bringen, also macht euch da bitte, bitte, bitte nicht verrückt. Denn es gibt in dem Moment Wichtigeres, an was ihr denkt, also während der Geburt. Natürlich ist es schön, wenn man Haargummi dabei hat, eine Haarklammer oder eben einen Fettstift. Das ist alles überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, wenn ihr euch zu verrückt macht, dann seid ihr dort angekommen und denkt euch, nein, ich habe das und das vergessen. Dabei ist es meist unwichtig. Also die Angst möchte ich euch einfach nehmen. Versucht dran zu denken, macht euch vielleicht eine Liste, hackt es ab. Also ich habe das jetzt nicht mit Liste gemacht, sondern einfach so, ja, was mir halt eingefallen ist. Wie gesagt, den Jutebeutel habe ich ja jetzt auch vergessen. Den packe ich jetzt dann auch zusätzlich noch mit rein. Okay, meine Lieben, das war jetzt erstmal so viel zu meinem Koffer. Ihr merkt schon, mir wählt schon wieder die Luft. Und jetzt kommen wir noch zum Koffer vom Baby und dann haben wir es eigentlich auch schon. Genau, so machen wir es. Dann packe ich das jetzt alles wieder hier rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Also gut, dann kommen wir jetzt zu den Sachen fürs Baby, die ich eingepackt habe. Natürlich ist ein Outfit mit dabei, das erste Outfit, das das Baby dann eben anbekommen wird von uns für die Heimreise. Ich habe mich hier für dieses entschieden, finde ich total süß. Oh mein Gott, schaut mal, wie klein das ist. Mit der passenden Mütze dazu. Und dann habe ich noch eine Ersatzmütze einfach mal eingepackt, einen kleinen Body. Gott, ist das klein. Und eine Strumpfhose. Dann habe ich noch dicke Söckchen eingepackt. Nicht wundern, da ist Blau mit dabei. Aber selbst wenn es ein Mädchen wird, wird es diese Söckchen tragen für die Heimreise. Die haben einen ganz, ganz bestimmten Wert für mich. Emotional. Meine Tante hat die gestrickt und die haben alle meine Jungs schon angehabt. Und deshalb mussten sie mit in den Koffer. Dann habe ich einfach mal einen Schnuller mit eingepackt. Den muss ich natürlich noch abkochen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob die Jungs einen Schnuller dabei hatten, als wir heimgefahren sind. Ich kann es euch jetzt gar nicht sagen, aber ich habe ihn halt jetzt notfallmäßig mal mit rein. Es ist natürlich nicht gut, wenn man das Baby gleich am Anfang an einen Schnuller gewöhnt. Aber man weiß ja nie, ne? Für den Fall der Fälle. Und dann habe ich noch hier so ein Kirschkern.
Kissen einfach mal mit eingepackt. Ich denke jetzt nicht, dass ich es brauchen werde, aber ich wollte es einfach dabei haben. Das nehme ich auch noch von meinen Jungs. Und dann habe ich hier noch so einen Fußsack für den Maxi-Cosi eingepackt. Der ist jetzt recht dick. Ich weiß nicht, ob ich den brauchen werde. Ich habe jetzt auch mal das noch eingepackt, falls es nicht ganz so kalt wird. Dann mit einer Jacke, also mit so einem Jäckchen und einer Decke. Die hier habe ich eingepackt. Die ist ja auch ganz neu. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt, aber die werdet ihr mit Sicherheit dann auch des Öfteren noch sehen. Ganz, ganz kuschelig weich. Also entweder so diese Kombi oder dann eben mit dem Fußsack im Maxi-Cosi. Dann habe ich noch ein Outfit für mich eingepackt. Für die Heimreise, und zwar einfach nur einen Pulli und eben eine gemütliche Hose. Ja, und falls ich darauf keinen Bock habe, einfach den hier. Genau, das war es eigentlich schon, beziehungsweise wartet, ich habe noch das mit eingepackt. Und zwar mit einer Windel drinne, genau, und so ein Tüchlein, falls auf der Fahrt was ist. Wir haben ja eine recht weite Fahrt. Aber das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Das Baby wird ja dann gewickelt, wenn wir aus dem Krankenhaus gehen, also kurz bevor wir gehen. Und ja, aber einfach zur Not habe ich es mal eingepackt, ne? Man weiß ja nie. So, so viel dazu. Genau, und das war eigentlich schon der Babykoffer. Falls ich jetzt irgendwie was vergessen habe, ich glaube, ich gehe nochmal in mich und überlege dann nochmal. Kann natürlich sein, aber ja, zur Not, wie gesagt, ist ja mein Mann dann auch noch da, der mir das dann noch bringen könnte. Und dann soll er das einfach noch einpacken und dann mitbringen. Also wie gesagt, zum Thema, was ich euch vorhin erklärt habe. Bitte stresst euch nicht, macht euch nicht verrückt, geht das Ganze ganz, ganz locker an. Genießt den Moment. Es ist was ganz, ganz Besonderes. Das erleben wir ja jetzt nicht allzu oft. Und deshalb muss man ja das einfach total genießen und das Beste draus machen und sich da jetzt nicht so total reinstressen und das so verbissen sehen und dann böse sein, wenn man irgendwas vergessen hat. Also macht euch da nicht verrückt, ganz gechillt, mit einem Lächeln und dann wird alles gut. Ich beende jetzt an dieser Stelle dieses Video. Ich habe euch alles gezeigt. Ich werde die Koffer noch nicht zumachen, das wollte ich noch ganz kurz dazu sagen. Einfach damit der gute Geruch da bleibt, ne, von der frisch gewaschenen Wäsche, weil wenn es so zu ist, dann mag ich das gar nicht. Und wenn es dann losgeht, mach mal einen Koffer zu und dann geht's ab in die Klinik. Ja, meine Lieben, vielleicht war ja ein kleiner Tipp für euch dabei. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Denkt dran, den Kanal kostenlos zu abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Dann verpasst ihr auch nicht, wann sich das kleine Baby auf die Welt macht. Ich bin auch schon selbst sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe ja nicht mehr lange. Und ja, da würde ich mich, wie gesagt, wahnsinnig freuen. Kostenlos abonnieren und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich wollte noch ganz kurz was anmerken. Und zwar habe ich in meiner Handtasche immer meinen Mutterpass mit dabei. Sowie dieses kleine Tagebuch hier wegen der Schwangerschaftsdiabetes. Ich bin da jetzt im Video nicht explizit nochmal drauf eingegangen, dass das in den Klinikkoffer muss. Ich denke, ihr wisst Bescheid. Vergesst bitte nicht euren Mutterpass, damit die Ärzte und die Hebammen Bescheid wissen. Hier ist noch mein Versicherungskärtchen drin und mein Personalausweis. Ansonsten habe ich in meiner Handtasche immer ein Ladekabel und die Kopfhörer und die Kamera. Ist natürlich auch schon startklar für die ersten schönen Babybilder für uns eben privat. Aber ich denke, da reicht's, wenn ihr euer Handy dabei habt. Die machen ja heutzutage auch schon wunderschöne Bilder.